Die Klasse 4b der Freien Waldorfschule aus Neumünster. Das Biobrot, das der Bäcker hier vom Blech nimmt, hat einen besonderen Weg hinter sich. Die Kinder haben es größtenteils selbst produziert. Dazu waren viele Arbeitsschritte notwendig. Doch lasst uns die Geschichte von vorn erzählen. Thema dieser Unterrichtsstunde: unser Getreide. Die Lehrerin Frau Thoms bespricht mit den Kindern, welche Getreidesorten auf unseren Feldern wachsen. Der Hafer, die Gerste, der Weizen und der Roggen. In unserem Film beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Roggen.